Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von 100% Bonner, die Talkrunde. Ich hoffe, Sie sind gut ins Jahr 2017 gekommen. Wir haben uns für Sie gleich im Januar organisiert, einen Kracher. Landrat Henry Greichen ist heute zu Gast. Herr Greichen ist Jahrgang 1976, ist verheiratet, hat ein Kind, war in Neukieritzsch Bürgermeister von 2001 bis 2015 und ist seit 2015 Landrat im Landkreis Leipzig. Henry, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Sehr gerne. Ja. Wenn du dich mal zurückerinnerst, 2001 an deinen ersten Wahlkampf als Bürgermeister, wie war denn das? Also es war zunächst erstmal vielleicht so eine Mischung zwischen Spannung und vielleicht so ein bisschen auch jugendliches Abenteuer. Mit 24 wurde ich ja bereits vom damaligen Bürgermeister, war Herr Briegel damals in Neukieritzsch, auch seit der Wende, engagiert und viel gemacht. Wurde ich von ihm gefragt, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, Bürgermeister in der Gemeinde Neukieritzsch zu sein. Und bildet mir ein, da ich ja schon im Gemeindeamt zu dem Zeitpunkt war, einen guten Überblick gehabt zu haben über die Aufgaben, die anstehen, über die Struktur. Und ich meine, sein Heimatort mit 3.500 Einwohnern überblickt man ja auch ein Stück weit. Sodass ich eigentlich relativ spontan gesagt habe, ja, das mache ich. Ohne vielleicht bis ins Letzte beurteilen zu können, was das am Ende des Tages bedeutet, aber das ist manchmal auch gut so, wenn man das nicht allumfassend überblickt. Und habe mich dann so ein bisschen das Abenteuer-Wahlkampf gestürzt. Jetzt wurdest du ja 2008 wiedergewählt mit deutlich über 90% der Stimmen. Hast ja auch dort diesen großen Rückhalt gehabt. Und bist dann 2015 ins Landratsamt gewechselt, bist jetzt jüngster Landrat in Sachsen. Und wenn man sich auch diese Ergebnisse anguckt in den einzelnen Wahlkreisen, warst alle Wahlkreise mit absoluter Mehrheit gewonnen, bis auf einen einzigen. Da warst du aber knapp gescheitert, paaren die 40%. Wir sagen nicht, dass es Mark Kleberg war. Aber hast ja im Landkreis auch einen guten Stand damit gehabt. Wie hast du jetzt diesen Wechsel empfunden von Neukieritzsch, relativ überschaubar, und dann zum Landratsamt, Landkreis über 250.000 Einwohner, eine Verwaltung mit über 1.000 Mitarbeitern, ist ja doch ein großer Unterschied. Also ich habe es mal ein bisschen locker leicht umschrieben, wenn man schon von anderen Kollegen gefragt wird, was ist so der Hauptunterschied zwischen Bürgermeister und Landrat? Da habe ich so ein bisschen witzig gemeint, ein bisschen was Wahres steckt ja auch dahinter. In der Gemeindeverwaltung, da war es so, wenn ein Problem zutage kam, da ist man mit dem Problem zu mir gekommen, haben wir das kurz besprochen, haben abgewogen, diskutiert, und dann haben wir entschieden und dann haben wir das so gemacht. Wenn jetzt im Landratsamt ein Thema auftaucht, da ist es oftmals so, dass man das vom Ablauf her auch so organisiert, wo bespricht das und sagt, wo könnte jetzt eine Lösungsfindung sein, und sagt, das könnte eine Lösung sein, so machen wir es. Da kommt dann vielleicht aus der einen oder anderen Ecke so rechtliche Bedenken gegen die Lösung. Das ist vielleicht so der Hauptunterschied, der so im Alltäglichen zu spüren ist. Aber damit lernt man umzugehen. Auch eine rechtliche Meinung kann man dann abwägen. Aber der Start, und das will ich auch ehrlich sagen, das war schon eine große Herausforderung. Vielleicht nicht zwingend die Größe vom Landkreis. Auch das musste man erst lernen, mit umzugehen. Es war schon die Aufgabenfülle, die, und das kam ab Sommer 2015 ja noch dazu, ein Stück dominiert war von der Aufgabe, auch sehr hohe Flüchtlingszahlen unterzubringen. Bleiben wir mal beim Thema Asyl. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand bei uns im Landkreis? Also der aktuelle Stand, um also die Dimension für die Zuschauer zu verdeutlichen, wenn wir uns mal an den November 2015 erinnern, da sind im Monat 400 bis 450 Menschen in unseren Landkreis gekommen, wo wir die Pflicht hatten, diese unterzubringen. Aktuell ist es so, wenn wir uns letzten Monat anschauen, Monat Dezember 2016, da sind es noch 70 Leute gewesen. Also daran sieht man einfach mal die Struktur der Aufgabe, wie da vieles wieder ins Lot gekommen ist. Nichtsdestotrotz sind das ja nur die Zugänge. Die Menschen vom Jahr 2015 und 2016 sind ja da. Und da gibt es, auch nachdem jetzt diese gesamten Verwaltungsstrukturen ins Laufen gekommen sind, die im Jahr 2015 zum Teil auch überfordert waren, ob das das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war, ob das die
Unterbringung von auch den Kindern in Schulen war. Das ist alles so Zug um Zug besser ans Laufen gekommen. Die Verfahren gehen deutlich schneller. In der Regel wissen also Flüchtlinge nach 6 Wochen, zumindest aus den Hauptherkunftsländern, wissen die nach 6 Wochen, ist eine Asylberechtigung da, ist keine da. Auch die Verfahren für die Integration in den Arbeitsmarkt laufen schneller, wobei das jetzt nicht ganz korrekt gesprochen ist, nicht die Integration auf dem Arbeitsmarkt läuft schneller, sondern die Übergabe, quasi die Übergabe von dem Ausländeramt zum Jobcenter läuft wesentlich besser. Wir haben also einen Großteil der Menschen, die 2015 gekommen sind, schon gar nicht mehr im Ausländeramt in der Zuständigkeit, sondern die sind schon beim Jobcenter. Aus dem Jobcenter heraus sind bisher nur eine bescheidene Zahl von 17 Personen auch in den Arbeitsmarkt vermittelt worden, aber dort wirklich dann zum Teil auch in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen. Das ist ein Prozess, der wird jetzt weiter zunehmen, weil doch wir im Landkreis eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben und weil wir nicht nur die Nachfrage nach den sogenannten Fachkräften haben, sondern auch nach ganz einfachen Tätigkeiten. Bei Asylbewerbern ist ja gerade bei den Landkreisen immer die Diskussion der Kostenerstattung. Es gibt vom Land eine Pauschale, die reicht aber nicht aus. Wie viel braucht denn der Landkreis, um die Kosten für Asylbewerber zu decken? Also wir haben eine Pauschale im Freistaat Sachsen, die galt bis einschließlich 2015, waren das 7.600 Euro pro Asylbewerber und Kalenderjahr. Mit diesen 7.600 Euro sollen die Landkreise nicht nur die Unterbringung organisieren, also die Kosten der Unterkunft für die Flüchtlinge finanzieren, sondern auch die Krankheitskosten und andere kleinteiligere Kosten, die damit im Zusammenhang stehen. Was leider vollkommen ausgeblendet wird, dass auch den kreisangehörigen Gemeinden und Städten Kosten entstehen in der Unterbringung in Kindertageseinrichtungen zum Beispiel. Wenn jetzt eine Kommune mit relativ vielen Flüchtlingen oder Asylbewerbern auch eine ganze Reihe Kinder mit in ihre Kinderkrippe und in ihren Kindergarten unterbringen muss und da gibt es einen Rechtsanspruch drauf, dann hat das auch steigende Kosten zur Folge, die nirgendwo bisher berücksichtigt werden. Beim Landkreis, um auf den Landkreis zurückzukommen, ist die Situation so, dass diese Pauschale seit 2016 deutlich höher ist wie diese 7.600, die liegt bei knapp 10.000 Euro. Dennoch müssen wir feststellen, dass wir knapp 11.000 Euro Kosten haben für einen Flüchtling im Jahr. Und diese Differenz, sag ich mal, von etwa den 1.000 Euro, die finanziert uns derzeit keiner. Beleuchten wir mal ein zweites Thema, was den Landkreis doch auch bewegt seit längerer Zeit. Das sind die beiden Orchester. Mhm. Wir haben das Leipziger Sinfonieorchester mit Sitz in Böhlen und wir haben das Rundfunkblasorchester mit Sitz in Bad Lausick, die für Hochkultur zuständig sind, die Anrechtsreihen haben, das RBO vielleicht noch ein Stück Sonderstellung als reines Blasorchester, auch mit der Akademie angeschlossen. Genau. Und die Orchester klagen seit einigen Jahren, dass sie wenig Geld bekommen, dass sie einen Tarifvertrag bekommen, der seit den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre nicht angehoben wurde. 1997. Es gab einen Kompromiss im Kreistag Landkreis Leipzig, dass man die Musikschulen aus dem Kulturraum herauslöst, in den Kreishaushalt überführt und dann das frei werdende Geld dem Orchester zugutekommen lässt. Ja. Und das wäre ja nur eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist, der Landkreis Nordsachsen muss ja auch zustimmen, da wir mit denen einen gemeinsamen Kulturraum bilden und daran scheitert momentan dieser Kompromiss. Genau. Wie kann man weiter agieren, um eine Lösung herbeizuführen? Also vielleicht mal kurz zur Erklärung, wie das System funktioniert. Kulturraum klingt ja immer so, ist aber auch nicht dramatisch oder was besonders Geheimnisvolles. Kulturraum ist im Grunde genommen ein gesetzlich verankerter Zusammenschluss der Landkreise Nordsachsen und Leipzig zum Kulturraum Leipziger Raum. Die bilden nichts anderes als diese rechtliche Hülle Kulturraum. Und die rechtliche Hülle Kulturraum wird gespeist mit Finanzmitteln. Das sind zum einen 2 Kulturumlagen der Landkreise. Der eine zahlt 1,6, der andere 1,4 Millionen. Und dann gibt es noch die Zuweisung vom Freistaat, die mit in diesen Kulturraum fließt. Das sind die sogenannten Kulturzuweisungen aus dem Kulturraumgesetz. In Summe steht da so ein Budget von 7, 8 Millionen jedes Jahr zur Verfügung. Und mit dem Budget soll regional bedeutsame Kultur, so steht es im Gesetz, gefördert werden.
zuständig für die Förderung sind auch ausschließlich die beiden Landkreise, die in den Gremien des Kulturraumes sitzen. Und die haben also jedes Jahr zu entscheiden, wie wird diese Förderung, ich sage es ein bisschen einfach jetzt mal, an die Antragsteller verteilt. Für die beiden Orchester, die Situation ist gut beschrieben, gilt seit 1997 so eine lineare Zuweisung. Also jedes Orchester bekommt so eine Summe von etwa 1,6 Millionen, seit 1997 durchgängig. Wenn man aber weiß, dass natürlich bei einem Orchester, das gilt für die Bläserphilharmonie wie für das Leipziger Sinfonieorchester, sind ja die wesentlichen Kosten nicht die für die Instrumente, sondern die fürs angestellte Personal, und die bewegen sich wie in allen anderen Institutionen zumindest schrittweise immer leicht nach oben, und diese Schere ist eben immer weiter aufgegangen. Und die lässt sich also nur schließen, indem der Kulturraum als derjenige, der Finanzmittel bereitstellt, auch die Finanzmittel hat, um eben vielleicht diese Lücke etwas zu schließen. Dazu hat sich der Landkreis Leipzig auf den Weg gemacht, hat in Gedanken durchgespielt, die Kreismusikschule, die bisher eben auch aus dem Kulturraum finanziert wurde, nicht mehr über den Kulturraum zu finanzieren, sodass dort Budget frei wird. Und dass die Musikschule, wie ich glaube auch in Sachsen und auch in der Bundesrepublik üblich, auch über den Kreishaushalt wieder finanziert wird. Da es in der ersten Diskussionsstufe, ich bezeichne das mal als erste Diskussionsstufe, mit dem Landkreis Nordsachsen kein Einvernehmen erzielt wurde, müssen wir aber, weil wir in diesem Kulturraum nun mal in der Gemeinschaft zusammenhängen. Wir haben aber einen weiteren Vorstoß unternommen und haben eine ähnlich formulierte Idee nochmal mit den Fraktionsvorsitzenden schon im Dezember letzten Jahres diskutiert. Und wollen die jetzt im ersten Quartal 2017 nochmal mit unseren Gremien diskutieren. Und wenn sich die Diskussion auch als zielführend herausstellt, dann kann ich mir bestensfalls vorstellen, im März in den Kreistagen Nordsachsen und Landkreis Leipzig eine Entscheidung auf den Weg zu bringen. Okay. Das letzte Thema, was ich mit dir gerne besprechen würde, betrifft so die Verwaltungsstruktur innerhalb des Landkreises. Hm. Der Kreistag hat letztes Jahr beschlossen, das Behördenzentrum, ehemaliges Finanzamt in Borna zu kaufen, genau, um dort einen Teil der Landkreisverwaltung unterzubringen. Mhm. Und in dem Zusammenhang wurde auch beschlossen, dass man teilweise Ämter, die an beiden Standorten in Grimma und in Borna letztes Jahr noch gesessen haben, zusammenführt, dass sie entweder nur in Grimma oder nur in Borna sitzen. Genau. Wie weit sind denn die Umbauarbeiten in der Brauhausstraße? Ja, also vielleicht kurz vorab noch zu der Frage der Unterbringung. Korrekt, der Kreistag hat entschieden, den eigentlich seit 2008 begonnenen Prozess der Zusammenlegung der Landkreise Leipziger Land und Muldental auch in seiner Verwaltung durchgängig auch anzupassen. Dazu sind viele Schritte gegangen worden seit 2008. Die meisten Ämter sind konzentriert an einem Standort untergebracht, auch mit einer Amtsleitung. Das war bei drei Ämtern jetzt noch nicht der Fall. Betrifft das Sozialamt, betrifft das Gesundheitsamt und betrifft das Jugendamt. Die waren noch an beiden Standorten untergebracht. Das wird durch den Beschluss des Kreistages jetzt Zug um Zug, also dann rede ich von einem Zeitraum von etwa 2 Jahren, bis die räumlichen Voraussetzungen überall geschaffen sind, dass die Ämter an einem Standort zusammengeführt werden. Ich sage mal dann über ein Stück weit in der Verwaltung vollzogen und vollendet dieser Kreiszusammenschluss. Für die Frage der Unterbringung haben wir als Landkreis das Angebot bekommen, in der Brauhausstraße 8 in Borna zunächst einzelne Flächen anzumieten. Bedarf gibt es für die Kreisverwaltung, eben durch die Zusammenlegung sowohl in Grimma als auch in Borna, weitere Flächen zu generieren, um die Mitarbeiter unterzubekommen. Und es ist lange mal diskutiert worden, ob man vielleicht einen Neubau in Borna installiert. Das war immer die Fläche hinterm Landratsamt in der Stauffenbergstraße im Gespräch. Hat aber der Kreis vor 3 oder 4 Jahren dann eindeutig entschieden, das nicht zu tun. Und hat sich mit dem Mietangebot des privaten Eigentümers aus der Brauhausstraße 8 nochmal intensiver auseinandergesetzt und hat in der Wirtschaftlichkeitsanalyse sehr schnell erkannt, dass wir, wenn wir das Objekt insgesamt erwerben, auch bei den derzeitigen Finanzierungsbedingungen
doch sehr schnell in eine Phase kommen, wo sich der Kauf amortisiert im Vergleich zu einer weiteren Anmietung. Sind jetzt dabei, die Dinge, die nach 20 Jahren überall mal zu tun sind, wie Fußbodenbelege, wie Beleuchtung, wie mal einfach renovieren oder so, in Ordnung zu bringen. Nutzen dabei auch die finanzielle Unterstützung aus dem Förderprogramm Brücken in die Zukunft vom Freistaat Sachsen, wo ja auch Verwaltungsgebäude mit förderfähig sind. Und ich gehe davon aus, dass ab Mitte diesen Jahres, so ab Sommer 2017, die ersten Ämter ins Gebäude einziehen können und dann Zug um Zug eben auch die drei Etagen gefüllt werden. Es wird ja dann so sein, dass das Gesundheitsamt und das Jugendamt ausschließlich in Grimma sitzen, das Sozialamt ausschließlich in Borna und das Jobcenter wird ja auch noch einziehen. Genau. Was passiert denn, wenn jetzt ein Bürger vielleicht aus dem ehemaligen Muldentalkreis was vom Sozialamt möchte oder ein Bürger aus dem ehemaligen Landkreis Leipziger Land, vielleicht auch so ein bisschen südlicher, Geithain, Gonzales, mal was vom Gesundheitsamt braucht? Dann meldet er sich gern telefonisch oder per Mail an und dann werden wir eine Sprechstunde in Borna oder in Grimma sicherstellen. Das Gesundheitsamt hält nach wie vor auch Räume beispielsweise für Untersuchungen in Borna vor. Die werden nicht aufgegeben, sondern die werden auch im Sinne der Bürgerfreundlichkeit an beiden Standorten vorgehalten. Beim Sozialamt gibt es sogar noch eine ganz andere Strategie und mittlerweile auch Realisierung. Das Sozialamt bietet, wie das Jugendamt auch, noch viel dezentraler Sprechstunden an. Beispielsweise ist das Sozialamt auch in Talwitz im neuen Mehrgenerationenhaus, was Ende letzten Jahres eröffnet wurde, in einer Gemeinde im Nordosten des Landkreises mit 3.500 Einwohnern. Auch da ist das Sozialamt präsent, wird sich auch andere Termine vormerken, um eben Beratung wie Hilfe zur Pflege oder andere Sozialleistungen, die durch das Sozialamt verwaltet werden, einfach anzubieten, auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Und wenn das irgendwo der Fall sein sollte und jemand hat nicht die Möglichkeit, eben durch die Wege nach Borna oder nach Grimma auf sich zu nehmen, dann werden wir auch immer eine praktikable Lösung finden, im Zweifel auch mit der Kommune vor Ort, einfach die Beratungsmöglichkeiten oder die Räumlichkeiten der Kommunalverwaltung zu nutzen. Jetzt hat das Jahr 2017 ja gerade angefangen. Was wünschst du dir denn, was wünscht sich der Landrat fürs neue Jahr? Also ich persönlich wünsche mir für mich nur Gesundheit, für den Landkreis wünsche ich mir noch ein Stückchen mehr. Ich möchte mal das Wichtigste vorne anstellen, dass diejenigen, die sich in unserem Landkreis ehrenamtlich engagieren, und da möchte ich mal beim Kreistag beginnen, weil das ja eigentlich das oberste Gremium im Kreistag ist, bis hinunter zu denjenigen, die in den Feuerwehren aktiv sind, die beim Technischen Hilfswerk sind, die auch in den kleinen Gemeinden das örtliche Leben aufrechterhalten, auch bis zu denjenigen, die in unseren Flüchtlingsunterkünften ehrenamtlich unterwegs sind. All das wünsche ich mir, dass das erhalten bleibt und dass die Menschen, die sich engagieren, auch motiviert bleiben. Denn in dem Ehrenamt wird es nicht in jedem Fall immer einfach gemacht, aber ohne Ehrenamt funktioniert gar nichts. Henry, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke Ihnen fürs Zuschauen beim Fernsehen, beim Internet. Und Sie können sich schon freuen, der nächste Gesprächsgast wird Roy Reinker sein, ein Bauchredner aus Bad Lausick. Ich bin gespannt, wie das wird. Bis dahin. Wiedersehen.